übernehmen heute den Account des Haters für 24 Stunden. Wir haben das Ganze ja schon letztes Mal gemacht. Das ist das Team. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Weekend League. Und wir hängen heute 4 weitere Stunden dran. Von 20 auf 24. Und schauen, was wir machen können. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bei 1500 Likes kommt direkt die nächste Folge von Ich übernehme einen Account. Und dann werden nicht mehr Hater-Accounts übernommen, sondern höchstwahrscheinlich EAFC24-Accounts von einem von euch. Wenn ihr wollt, dass ich einen EAFC24-Account direkt zum Start übernehme, komplett geistkrank, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und folgt mir auf Instagram und schreibt mir dort, damit ich euren Account übernehmen kann. Auf Instagram heiße ich jank_r und wie gesagt, einfach da folgen, schreiben, dann kann ich vielleicht euren Account in EAFC24 übernehmen. 4 weitere Stunden sind nicht viel, deswegen habe ich mir hier direkt 85x10 vorbereitet und wir gehen rein. Wir schauen uns nochmal kurz das Team an, was wir letztes Mal geschafft haben, und zwar sieht es genau so aus. Und ihr seht, eine Position fehlt, da wollte ich eigentlich eventuell die SBC von HarryKane99 reintun, aber der passt von der Chemie leider nicht her, deswegen passt der erstmal hier wieder rein und ich erzähle euch erstmal den Plan. Wir haben übrigens eben gerade noch ohne Aufnahme Donnarumma gezogen, weil ich 1,85x10 vorher schon geöffnet habe, der war da direkt drin. Geil. Aber ja, austauschen wollen wir natürlich Florenzi, am besten Klaus dahin. Diego Carlos raus, Koundé raus. Ich sag ehrlich, wir packen einfach mal alle, die wir austauschen wollen, erstmal raus, weil das macht hier gar keinen Sinn, dass die drin sind. Das ist quatschig. Raus, 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 raus. Alvarez top, lassen wir drin. Sancho, ja. Ich sag ehrlich, lieber Vinny als Sancho raus, oder? Vielleicht auch noch Sancho. Also, ich sag ehrlich, wir lassen es erstmal so. Verteidigung komplett raus, außer Capdevila, linkes Mittelfeld und Stürmer. Ich sag ehrlich, das sind so die Positionen, die hier am schlechtesten sind im Team, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, wir fangen erstmal ganz chillig an. 85x10, ich weiß gar nicht, was wir alles in diesem Video machen werden. Wir werden SBCs grinden. Denke mal, SBCs wird wirklich der Main Grind sein. Marquinhos, 95. Und ich sag ehrlich, das ist das erste Upgrade für Koundé. Für Koundé, safe erstes Upgrade. Oh, ist der gut? Oh, vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Oh, Mann, ich dachte, der wäre krass. Junge, der sieht so krass aus. Man denkt, boah, was das für eine Macherkarte. Matthäus 94. Eigentlich so eine gute Karte, aber leider auch nichts mehr wert. Einfach eiskalt nichts mehr wert, Bro. Ah, ja, cooles Feeling, den zu ziehen, aber leider wird der auch wahrscheinlich in der SBC landen. Dieses Video wird gesponsert von Wondershare Uniconverter, womit ihr verschiedene Videos konvertieren, herunterladen und viel, viel mehr machen könnt. Ich werde euch das Ganze alles gleich nochmal natürlich zeigen. Es ist wirklich ein sehr einfaches Programm zu bedienen und ihr könnt es vor allem kostenlos testen. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Also ihr seht schon, es gibt verschiedene Buttons wie konvertieren, downloaden, brennen, übertragen oder auch die Toolbox. Das alles ganz einfach mit Uniconverter. Was auch mega, mega cool ist, ihr könnt auch den Button übertragen drücken und dann könnt ihr von eurem Handy ganz einfach Medien auf den PC übertragen über dieses Programm. Und zum Schluss gibt es noch den letzten Punkt, die Toolbox. Da gibt es halt verschiedene Sachen. Ihr könnt halt, wie ihr seht, GIFs erstellen, Bildschirmaufnahmen machen und. Mein Lieblingspunkt ist aber der Punkt Konvertieren. Den habe ich als YouTuber schon sehr, sehr oft selber gebraucht, wenn ich dann mal eine Datei in einem anderen Format aufgenommen habe und sie dann zu MP4 zum Beispiel umwandeln musste. Außerdem ist es wirklich sehr benutzerfreundlich, sehr einfach gestaltet. Dafür braucht man sich nicht viele Tutorials angucken etc. Das ist alles ganz einfach erklärt. Und die ganzen anderen Funktionen könnt ihr natürlich auch selber ausprobieren über den Link in der Beschreibung. Gönnt euch da auf jeden Fall, könnt ihr kostenlos testen. Und ich finde, das ist einfach ein mega cooles Programm, was die Arbeit am PC einfach sowas von vereinfacht. Deswegen gönnt euch, erster Link in der Beschreibung, Wondershare Uniconverter. Und ich würde sagen, jetzt ab zum Video. Hier haben wir noch von der Tagesanmeldung ein 2x84 Plus Pack. Sehr, sehr geil. Was haben wir noch? Wochenziele ist quatschig, da kriegt man nichts. Und Saisonfortschritt haben wir. Ja. Ja, 5x84 plus, super, 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 super. Okay, das noch nicht, das noch nicht. Oh, okay, okay, aber das ist schon mal cool. Damit haben wir wieder hier ein Pack oder zwei Packs, wo man ein bisschen Futter wieder rausbekommt für die ganzen SBCs. Wir wollen nämlich auf jeden Fall hier einiges an SBCs heute fertig bekommen, nicht nur 85x10 grinden. Und das ist top. Team of the Season aus dem 2x84 plus Frimpong, 92er Spieler, super. Darüber beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Ja, dahinter noch Nochoa 93, bestes Pack. Ich schwöre, das geht gar nicht besser. 5x84 plus muss jetzt auch nochmal knallen. Komm, ich will nur Team of the Season-Karten sehen. Also dahinter werden Safe Footies und Shapeshifter-Karten und so sein, aber was ist das denn? What? Nur Harry Maguire? Harry Maguire. Ah, Harry Maguire. Ah. Oh Mann, Matthäus geht wieder rutschen. Tut mir auch ein bisschen weh, muss ich sagen, aber ich sag ehrlich, der Typ kostet eh nur seine 60, 70.000 Münzen, also wenn wir wollen, können wir ihn auch einfach ganz easy wiederholen. 85x10 Nummer irgendwas. Es ist leider kein Wochenende, das heißt, wir können auf jeden Fall keine Weekend League leider spielen und Quali ist auch schon gemacht, wegen letzten Mal,
aber da konnte ich die Quali nicht spielen, weil ich beim Illegella Cup war, beziehungsweise die Weekend League nicht spielen. Deswegen, ich weiß gar nicht was, außer SBCs werden wir heute, glaube ich, echt nichts machen. Chillig. Erstes Pack. Was für erstes Pack? Nächstes Pack. Nächstes Pack. Team of the Season. Ja? Ja? Nein. Ah, warum nicht Musiala oder so? Dahinter, es zählt eh nur, was dahinter ist. Es zählt nur, was dahinter ist und dahinter ist nichts. Ja, ja, es geht immer weiter mit den 5x10 Packs. Einfach eben gab es einen Coins-Glitch. Ich habe den verpasst, sonst hätte ich direkt den Coins-Glitch auf dem Account angewendet, sage ich euch ehrlich. Ist Schlotterbeck, der beste Bundesliga-Team of the Season, den man ziehen kann. Boah, ey, Junge, das Pack prankt mich. Es sah so gut aus mit Ike, mit Hero, mit 99er Donnarumma. Aber okay, dann geben, können wir wenigstens Donnarumma. Wir müssen jetzt eine High-Rated SBC machen, weil wir können Donnarumma 99 abgeben, Ochoa und Alvarez. Das ist eigentlich wichtig. So, wird alles in die Footies-Spielerwahl gesteckt, weil die 94 plus Footies-Spielerwahl, auf die habe ich wirklich Bock und ich glaube, die können wir direkt abschließen, ganz ehrlich. Ich glaube, die können wir jetzt direkt abschließen. Ich habe Bock auf die, ich sag ehrlich. So, die drei kriegen wir erstmal wieder. Dann haben wir wieder zwei Shapeshifter, die wir abgeben können. Donnarumma ist ja im Main-Team. Jetzt ziehen wir noch hier einen Tots aus dem Pack. Chillig. Ja, oder auch nicht. So, nur noch die 89er SBC. Die sollten wir locker flockig schaffen. Nicht, dass wir jetzt wieder gleich kein Futter mehr haben, weil ich mir denke, wir haben eh genug und dann haben wir doch nicht genug. Das darf nicht passieren. Marquinhos geben wir ab. Ja, aber eigentlich locker, ne? Im genug Futter. Das sollte safe reichen. Wir brauchen eh nur drei von diesen High-Rated-Karten, so damit wir das andere Pack schaffen. 85x10. Oder? Okay, jetzt gerade wird ein bisschen... Ja, locker! Was denn? Locker, locker, locker. Wollte ich mir gar keine Gedanken machen. Was ist das denn? Ist ja komplett easy, hä? Ohne Sinn. Den kann ich auch noch raustun. Den auch noch? Den nicht mehr. Okay, genauso geben wir es ab. 89er Team. 84 plus Footies Spielerwahl. Und da kann alles kommen. Ronaldo, Messi, was weiß ich. Wir gehen rein. Neymar. Bruder, es können so krasse Karten hier rauskommen jetzt. 1 von 4, 94 plus Footies. Bruder, es kann alles rauskommen. Wir brauchen eigentlich... Ein geilen Innenverteidiger. Was gibt's denn da? Lucio? Ja, Lucio zum Beispiel. Das wäre jetzt richtig geil, so ein Lucio. Pack ist auf. Wir sehen natürlich wieder nichts. Es ist klassischer Stat-Reveal. Klassischer Stat-Reveal. Okay, es ist ein Mittelfeldspieler. Der wird nicht so gut sein, oder? Ah, Carvajal! Ich sag ehrlich, ist kein Premium-Footies. Aber es wäre ein RV, der ist besser als Florenzi, würde ich sagen. Wobei, ich weiß nicht. Ist halt kein Premium-Footies. Aber Carvajal ist schon mal okay. Zweiter. Oh! Oh! 98 Dribbling, 96 passen, bestes. Ja, ja, safe, Bro, nehme ich mit. Machen wir 4-3-3 offensiv draus, stellen Abedi Pelé noch rein. Der ist geil. Wie viel kostet der noch? Weiß ich nicht. Gucken wir gleich nach. Nächster. Ja, 98 Dribbling, Bro. Ah, Keen. Nicht so gut. Ich dachte, da kommt jetzt was richtig krasses. Und der letzte, Torwart Donnarumma. Ah, okay, Abedi Pelé nehmen wir safe mit. Ich weiß halt nicht, ob der was wert ist. Ja. 80.000? 75.000 Coins. Ja, passt. Nehmen wir mit. Ist okay. So, dann machen wir das Ganze mal so. Sancho hier auf den Flügel. Zack, geben ihm noch hier Position. Dann ZOM Abedi Pelé. Und dann sieht das Ganze schon mal gut aus. 98er Karte. Passt. Und dann hier wieder Donnarumma rein. Okay, okay, okay. Das gefällt mir schon mal. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Carvajal haben wir ja jetzt nicht. Ich glaube, wir machen jetzt einfach weiter 85x10. Ich glaube, wir müssen mit Footies Packs, 85x10 Icon Picks und so weiter und so fort arbeiten. Ich glaube, ich habe wieder fast alles an Futter abgegeben, um diese 86x10 SBC fertig zu bekommen. Aber ich glaube, sie wird sich lohnen. 85x10 war es bisher nicht. Deswegen müssen wir 86x10 machen. Und ich glaube, sie wird sich lohnen. Beziehungsweise ich hoffe, sie wird sich lohnen. Weil wenn sie sich nicht lohnt, dann ja. Aber sie muss sich lohnen. Ich sag ehrlich, selbst wenn, dann machen wir wieder 85x10 Packs. Passt doch auch. Weil wir kriegen jetzt eh 86x10. Und dann können wir eh wieder unsere SBCs grinden. Argentinien, RV Montiel. Das ist bodenlos. Gib mir einen High-Rated-Tots. Was ist das denn? Ah. Ich brauche ihn zwar nicht, aber er sieht gut aus und hat hohes Rating. Also Gravenberg brauche ich eigentlich auch nicht, aber der ist stark. Oh, ich weiß nicht, ob ich sogar Gravenberg behalten soll. Aber der ist auch günstig, muss ich eigentlich nicht behalten. Ich sag ehrlich, das ist alles SBC-Futter. 98er, 96er, top. 86x10 war gut, aber 85x10 war irgendwie dann doch cooler. Sag ich euch ehrlich, müssen wir viel weniger Rating abgeben, können wir viel mehr Futter sammeln. 86x10 lohnt sich irgendwie dann doch nicht so. Deswegen, wir gehen wieder ins 85x10 Klassiker, machen davon wieder 2-3 Stück, dann können wir wieder eine Footies SBC machen oder so. Team of the Season, ich wette, der ist höher als der andere. Ah, okay, gleich, eher gleich. Benacer, beide gleich, 92. Dahinter muss halt was Cooles kommen. Ja, ist okay. Also der ist halt nicht gut, aber der ist, hat hohes Rating. Das ist viel gutes Futter. So,
Allison carried, glaube ich, komplett das Team mit dem Rating, ne? Sonst würde das niemals hinhauen. Haben wir unsere nächste SBC fertig und ich habe gerade wieder gesehen, man kann Ginola, Mbappé, was weiß ich alles ziehen. Bitte, ich brauche doch mal was. Garincha, Ginola, Mbappé, irgendwas davon. Bitte, jetzt. Genau jetzt, EA. Euer Zeitpunkt. Carried mein Video. Carried mich. EA, ich habe immer an euch geglaubt. Warum fickt ihr mich? Warum Gabri Vega? Ich habe immer an euch geglaubt und ihr spuckt mir ins Gesicht, als wäre ich nichts Gutes. Ja, toll. Soll ich mit dem? Kostet 30.000. Unnötig. Ohne Sinn. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich Level-Up-SBC gerade gemacht habe. Ich dachte, ich mache 85 mal 10. Aber okay. Hä? Nehmen wir mit. Dann haben wir jetzt halt auszusehen einen Level-Up-Spieler hier drin. Baran oder so. Passt. Nehme ich mit. Ist okay. 1 von 4. Kann man auch viele gute Karten ziehen? Ich sag ehrlich, kann man... Viele mit Husten. Ah, Sildilia. Kann man viele gute... Ah, Ek hier. Kann man viele... Ich werde hier so auseinandergenommen von EA. Jetzt einfach ohne Motivation in den letzten. Ohne Motivation, weil ich eh komplett von EA auseinandergenommen werde. Ist das dumm. Ek hier. Wow. Eine Runde Applaus für EA. Ehrlich, super gemacht, EA. Super. Und damit ist klar, die SBC verschwindet ganz entspannt von dir. Wir machen nur noch Footy-Spielerwahlen 85 mal 10. Die beiden werden wir hier nur noch machen. Ich sag ehrlich, ich finde die SBCs hier eh viel cooler. Die 85 mal 10 Dinger. Deswegen finde ich die eh cooler als die anderen SBCs alle. Deswegen gerne mache ich 85 mal 10 weiter. Finde ich top. Finde ich ehrlich super. Und ich sag ehrlich, weil wir sie so gut finden, machen wir jetzt ein Pack im Stehen. Let's go. Ich umarme dabei meinen Stuhl. Gib mir Kraft. Gib dem Pack Kraft. Oh, nicht mal Haaland, Bro. Gib mir doch Haaland. Das Pellegrino, bist du so heiß wie das Wasser. Jahrelang spiele ich das Spiel und ich werde so verarscht, ohne Sinn. Das muss es jetzt sein, Mann. Ich kann nicht mehr, ich brauch was. Ich hab nur einen Spieler, beziehungsweise mit Donnarumma zwei Spieler haben wir bisher nur geupgradet. Jetzt muss es muss was werden jetzt, bitte. Ein guter IV, ein guter LM, ein guter Stürmer, irgendwas. Egal, ich nehme ihn mit. Ich baue ihn erstmal ein. Ich sag ehrlich, ich habe eine kleine... Obwohl, wir haben keine... Ich brauche keine Idee. Wir können... Ja, nee. Alvarez ist gut genug im Sturm. Ich sag ehrlich, Grealish ist erstmal okay. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich ein Upgrade zu Vini ist. Bin ich euch ehrlich. Aber dann haben wir schon mal wenigstens hier alles voll. Und haben so ein kleines Upgrade schon mal. Das ist doch okay. Jetzt brauchen wir mal Verteidiger. Wo ist Klaus? Wir brauchen noch einen Carvajal vielleicht wieder. Irgendwas, was uns hilft. Aber wir kriegen nichts aus der Verteidigung irgendwie. Und ich weiß auch ehrlich nicht, ob Grealish besser ist als Vini. Wobei, ja, so stat-technisch hat Vini nur ein Stat besser. Also schon ein Upgrade auf jeden Fall. Er hat viel bessere Stats sogar. Grealish ist safe ein Upgrade. Aber halt nicht so ein geiles Upgrade, wie man es sich wünscht. Aber egal. Verteidigung muss jetzt auch gemacht werden. Und dann haben wir schon mal wieder ein bisschen was hier geupgradet. Ich möchte gar nichts mehr zu den Packs sagen. Nimm einfach mit. So, hier, zack, wir sammeln die Spieler wieder ein. Ich möchte nichts mehr dazu sagen. Ich habe das Gefühl, ich werde hier nur verarscht. Ich möchte mal irgendwas jetzt aus der Verteidigung. Team of the Season kann man eh nicht ernst nehmen, außer hohes Rating. Oh, ich dachte gerade, jetzt kommt Mbappé. Bruder, ich schwöre, ich dachte, jetzt kommt Mbappé. Ich habe doch gesagt, Team of the Season kann man nicht ernst nehmen. Kommt Frankreich, Stürmer, Zahl geht immer höher, Zahl geht immer höher. Und dann Lacazette. Ach, egal. 95er Tots nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, Mann. Oh, Lucio. Ja. Ja, was war das denn für ein Pack? Ohne Sinn. 1,4 Millionen Münzen. Ja, ich freue mich so, als wäre es Anfang von FIFA, aber ich freue mich für unseren Hater. Ehrlich. Super, 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 super. 98er Lucio. Nice. Wir haben endlich unseren ersten neuen Innenverteidiger. Der macht so viel aus im Team. Real Talk. Guck mal, wie mächtig der da aussieht. Neben Cap de Villa, neben Abedi, neben Grealish, Ödegaard, De Bruyne oder Roma. Richtig geile Karte. Ich finde, jetzt fehlt nur noch Klaus. Und wer könnte hier noch hin? Was haben wir hier so für Auswahl? Zeig mal her. Ja, ja, kann man alle nicht ziehen oder so, ne? Oh, Mann. Ich sag ehrlich, Cordoba, Alaba wäre geil mit Carvajal. Alaba und Carvajal ziehen oder halt, ja, Futis Koundé, aber der ist halt, ja, den kann man nicht ziehen, oder? Kann man Koundé Futis ziehen? Nee, sieht nicht so aus. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, Alaba, Carvajal oder Klaus und dann hier doch ein Diego Carlos oder so hin. Aber so sieht schon mal gut aus. Lucio, Abedi gezogen, Grealish gezogen, Donnarumma gezogen. So ist das schon mal top. So, wir machen jetzt auch diese 85x10 SBC und dann werden wir wieder 94 plus Futi-Spieler machen, weil ich glaube, aus diesen 94 plus Footy-Spielerwahl, da werde ich safe einen Klaus, einen Carvajal oder so ziehen oder einen Alaba oder einen Cordoba, irgendwie sowas, was halt in die Verteidigung passt. Oder halt was ganz Krankes wie Ronaldo, Messi oder Neymar oder sowas. Aber jetzt erstmal Fokus auf das Pack hier. So, Team of the Season ist eh nie gut eigentlich. Marquinhos, ja, Bremer, passt. Brauchen wir uns gar nicht anschauen. Irgendwas? Nein! Team of the Season? Tradable.
Osimhen? Ja, 97er Osimhen. Mit Skipper einfach, wie disrespectful. Aber okay, ja, 97er. Nehmen wir jetzt safe mit und gehen wir dann einfach in die SBC ab. Super, der ist wichtig, weil ich wollte eigentlich jetzt nochmal 85 mal 10 machen, damit wir safe genug Futter haben. Aber so, da ich einfach Osimhen rein und der carried eh das ganze Squad. Ja, wie ich sagte, Osimhen, Cantona, die carryen halt einfach komplett Squad. Einfach sonst so ein Non-Rare-Gefühl drin. Und wir haben wieder unseren 94-plus-Footies-Pick. Super. Jetzt wäre halt so ein Bruch, jetzt Lucio zu ziehen, ne? Wir brauchen eigentlich Neymar oder so. Neymar oder halt einfach ein Klaus. Der reicht halt auch theoretisch, aber natürlich will man hier immer was Krasses ziehen. Komm, wir müssen mal die Nase ausnutzen. Die Nase ist es jetzt. Ich habe die Nase benutzt. Wir hoffen einfach, dass sie es jetzt ist. Ah, Falcao. Ich war gerade so, hä, was ist das denn? 96 Physio, 60 Death. Habe ich so Sprungkraft geguckt, konnte nicht Ronaldo sein. Keine 99 Sprungkraft. Aber okay, Falcao erster. Gibt halt viele Crack-Spieler, ne? 97 Dribbling, so ein Cole oder so. Ah, ein Senior. Ah, Mann. Es gibt halt wirklich viele schlechte Spieler leider bei denen, ne? Graben wäre ich auch nicht so cool. Oh, wir wurden so hochgenommen, Bro. 95er Insigne. Oh, das ist ja richtig hart. Richtig bitter. Ah, 85 mal 10. Nächstes. Das ist wirklich anstrengend. Stundenlang 85 mal 10 zu haben, ist wirklich anstrengend. Manche machen das vor so, weil sie Bock drauf haben. Ich verstehe gar nicht, wie ihr Bock drauf habt. Das ist voll anstrengend. Die ganze Zeit immer die gleichen Spieler. Was will ich mit Coutinho 96? Ohne Sinn. Weg mit dir, Thiago Silva. Ich habe eine Idee, was wir gleich machen können. Wenn wir unsere Abwehr fertig haben, dann habe ich noch eine Idee für zwei offensive Spieler. Stichwort dynamisches Duo. Aber das ist Teller und den mag ich nicht so. Und dahinter mal wieder nichts. Alter. Wir müssen unsere Verteidigung fertig bekommen. Noch ein IV und noch ein RV. Wir brauchen nur Klaus und noch irgendwen. Dann haben wir unsere Verteidigung fertig und dann habe ich noch eine Idee für zwei Offensive und dann ist das Team geupgradet. Mehr brauchen wir nicht, aber ich muss erstmal diese scheiß zwei Verteidiger ziehen. Team of the Season. Ja, Pellegrino wie das Wasser mal wieder. Und dahinter Busquets. Gutes Rating, aber es ist halt auch wieder Schwachsinn. La la la, la la la. Ich habe so Spaß am Packs öffnen. Ich habe so Spaß am Packs öffnen. Vor allem, wenn dann Touris Landsmann kommt. La la la, jetzt bitte Touré im Pack. Schalalalala. Ich zieh nur Scheiße. Schalalalalalala. Wer braucht Bergwein am 13. September? Ich nicht. Bin sauer. Footies, Spieler, Wahl. Bro, bitte. Jetzt. Jetzt oder nie. Wirklich, EA. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ich sehe die 94 plus Footy-Spielerwahl. Ich weiß, Team 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt bitte irgendwas. Es gibt so viele schlechte Karten, aber bitte, EA. Ich habe richtig lange X gedrückt. Richtig lange. Nur damit ihr mir jetzt was Gutes gibt. Ja! Ja! Wir haben unseren nächsten Verteidiger. Araujo, und der ist so gut. Wer kommt jetzt? Sancho, Junge, Brudi. Ich dachte, 98 Dribbling. Wer kommt jetzt? Hilfe. Ah, okay, graben wir ich nochmal. Und der letzte? Ist mir egal. Ist mir egal, Donovan. Wir haben Araujo. Wichtig. Ist zwar kein Premium-Footies, aber wir werden da jetzt, wir müssen Carvajal oder so einbauen. Oder irgendwie, kann man Jordi Alba noch abschießen? Ich glaube nicht. Jordi Alba geht, glaube ich, nicht mehr. Ah, nee, das ist auch kein Barcelona-Spieler mehr. Aber wir werden jetzt erstmal Araujo einfügen. So, ein Chemiepunkt. Und jetzt brauchen wir irgendwie spanische Liga. Eigentlich Carvajal müsste doch reichen, oder? Ja, ja. Warte mal, das müsste doch gehen. Wie? Ah, okay, wegen Manager. Okay, warte. Spanischer Manager. Ah, nee, guck mal, La Liga. Warte mal, wenn wir einen Uruguay-Manager finden mit La Liga, geht das? Das wäre krass. Es gibt gar keinen Uruguay-Manager. Aber egal. Wir können auf jeden Fall La Liga einfügen. Und dann hat Araujo schon mal mindestens die Chemie. Und ich sag ehrlich, so schmeckt mir das Team. Warte mal. Okay, der kann nur RF. Was ist denn, wenn wir Vinny... Okay, warte mal. Sancho ist ein bisschen am Struggeln. Araujo kriegt auch gar keine volle Chemie. Okay, dann macht's nicht mal Sinn. Aber macht's nicht mal Sinn. Ich sag ehrlich, wir machen es so. Alvarez geht auf LF. Mal hier, jetzt wird das mal investiert in einen Positionsmodifikator. Jo, ja, oder auch nicht. Die Investition musste sein, weil man sie ja nicht gratis abschießen kann. Kann man ja nicht. Nö. Guckt euch meine Idee jetzt an. Alvarez hier und hier, guckt euch das an. Das wird super. Das wird super. Aber Alvarez ist safe cooler als Grealish. Und dann machen wir so. Guckt es euch an. Guckt es euch an, was wir jetzt machen. Was sind die hier vielleicht? MS. Einmal Nkunku. Der kann Stürmer. Und einmal... Ah, wo ist er? Und einmal Diaby. Bruder, wie geil wird das, wenn die zwei 99er-Karten noch drin sind? Dann ist das Team super. Wir müssen nur Carvajal erstmal kaufen. Ich weiß gar nicht, wie der kostet. Aber der dürfte doch nicht mehr als 30.000 kosten, oder? Was? 60.000? Wo soll ich T-Coins denn Was? Wie soll ich das denn hinbekommen? Ohne Sinn. Egal, Carvajal erstmal raus. Wir machen dynamisches Duo auf jeden Fall fertig jetzt erstmal. 5. Ja, das ist easy. Also das sind ja easy SPCs. Machen wir das dynamische Duo fertig und dann irgendwie werden wir schon Carvajal bekommen. 30.000 Münzen, come on.
Mission, dynamisches Duo abschließen beginnt jetzt. 85 mal 10 wird weiter gegrindet und dann haben wir unser dynamisches Duo und dann ist die Zeit um und dann haben wir auch unser freshes neues Team. Wir brauchen irgendwie nur Carvajal. Carvajal ist halt echt jetzt die Schwachstelle, ne? Das weiß ich echt nicht, wie wir den kriegen sollen. Außer wir ziehen den halt auf gut Glück. 92er Tonali dahinter. Oh, was? Ey, ich werd verarscht. Mission Carvajal und dynamisches Duo geht weiter. Team of the Season. Pellegrino. Nee, echt nicht. Nicht jetzt. Oblak, Araujo. Araujo haben wir schon. Oblak könnte uns sogar weiter. Ich sag ehrlich. Oblak vielleicht für Donnarumma rein. Weil Donnarumma bringt uns von chemietechnisch gar nichts. Real Talk, der bringt uns chemietechnisch nichts. Der gibt keinem Chemie, wie ihr seht. Oblak schon. Oblak schon. Und jetzt Carvajal hier rein. Und jetzt hier Carvajal rein. Ich sag's. Oh, warte mal. Ja, okay, das macht keinen Sinn. Aber jetzt Carvajal hier rein? Ah, doch nicht. Okay, dann kann man auch ganz entspannt Donnarumma spielen. Dann doch nicht, Oblak. So, wir können uns unsere Duplikate wiederholen. Araujo, Ruben Dias und gehen ins nächste 85x10. Immer noch auf der Mission. Dynamisches Duo und natürlich auch. Ja, schön. Kures Bruder. Und natürlich auch Carvajal. Oh, gutes Pack. Vom Futter her behindert gut. Red, Van Persie, super. Ehrlich, super. Ich dachte ehrlich, das Futter war gerade sehr, sehr cool. Deswegen werden wir jetzt schon mal in Kunku abschließen. Damit wir schon mal die ersten zwei... Das ist halt echt hart, 92. Aber wir können Oblak abgeben, Van Persie und Fred. Also dann haben wir schon ein sehr hohes Rating. Und dann können wir einfach ein bisschen auffüllen mit unteren Tots-Karten und so. Ein bisschen Goldkarten. Ganz easy. So, passt. Und geben wir ab. Das ist echt viel Futter, was man da abgibt. Aber sehr gerne für einen Kunku. 99 Pace, 99 Dribbling, 95 Schuss, 96 Passen, 5-5. Sehr geiles, dickes Upgrade. Komm in mein Team, Bro. So, ich war kleiner Sparfuchs. Hab kurz zwei, drei Positionsmodifikatoren, Upgrades gemacht. Und wir können unseren neuen Star-Stürmer hinzufügen. Nkunku. Wichtig. Wir konnten jetzt noch nicht Diaby abschießen. Dafür haben wir einfach leider zu wenig Futter. Aber Nkunku ist schon mal drin. Und gleich noch Diaby. Boah, sieht das schon sehr krass aus. Lucio. Allein Lucio zu ziehen war schon sehr big. Dann noch Abedi. Dann Nkunku jetzt gemacht. Gleich Diaby gemacht. Araujo gezogen. Sehr, sehr geiles Team. Sieht wirklich sehr cool aus. Wieder müssen wir Futter sammeln, weil wir kein Futter mehr... Wir haben gar kein Futter mehr wieder im Verein. Das Pack muss wirklich gut werden. Niederlande. Ach, Gertruida. Ich glaube... Oh, Mann, den habe ich schon dreimal heute gezogen oder so. Oh mein Gott, das ist so ein schlechtes Pack. Hilfe. Naja, kann ja nur besser werden, ne? Kann ja wirklich nur besser werden. Team of the Season. Ach man, Gertruida, ich kann nicht mehr mit dir. Ich sag, kann ja nur besser werden und es wird genauso scheiße. Ohne Sinn. Jetzt habe ich jetzt noch die drei letzten 85x10 Packs. Danach werden wir auf jeden Fall Diaby abschließen. Auch aufgrund von Zeit etc. Danach werden wir Diaby abschließen und wenn es von den Coins nicht reicht und wir keinen guten Rechtsverteidiger ziehen und auch kein Futter haben oder so für irgendwas, dann werden wir einfach eine schlechtere Version von Carvajal oder so kaufen oder irgendeinen anderen Spieler von Barca oder so, den man da hinstellen kann oder irgendwas aus der La Liga, keine Ahnung, Feucht oder so. Weil ja, um ehrlich zu sein, diese 85x10 Packs sind gerade echt nicht so gut bei mir. Team of the Season again. Hallo, ja, Rating. Rating so wichtig für Diaby. Oh, 96er Salah. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der kostet, aber auch wahrscheinlich nichts mehr. Ist ein gutes Pack. Varane kriegen wir noch. Der wäre eben noch gut gewesen für uns. Mittlerweile nicht mehr, aber Varane ist auch top. Der kostet seinen 30, 40. Der kostet wahrscheinlich auch so 15, 20, 30. Oh, das ist mal wieder ein gutes Pack, ehrlich. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Vorletztes 85x10. Pellegrino. Ich krieg einen Dachschaden, wenn ich den sehe, ne? Real Talk, ich krieg einen Dachschaden, wenn ich den sehe. Und dann noch so ein schlechtes Pack dahinter. Letztes 85x10. Brasilien. Nochmal ein Marquinhos. Oh, Militao, wichtig. Sehr cool. Der kann RV, oder? Bin ich gerade dumm oder kann der RV? War dahinter nichts mehr? Er kann RV. Wir haben unseren Rechtsverteidiger, Bro. Im allerletzten Pack. Was ein fucking Glück. Wir haben einfach unsere... Ich bitte, es auf Fullcam. Oder nicht? Oh, nee, ich glaube nicht. Oder doch, wegen Brasilien. Lucio, könnte der Fullcam sein? Ich weiß es halt nicht. Wir versuchen es einfach mal. Hier, Militao. Ja! Oh, es ist so wichtig, Bro. Und jetzt Diaby abschießen und dann haben wir alles verbessert, was ging. Oh mein Gott. Super. Super, super, super. Jetzt nur noch Diaby. Das war ja so lucky gerade mit Militao. Hilfe. Salah wird abgegeben. Mukta. Davidson. Wir versuchen mal so Varane zu behalten. Einfach irgendwie so aus Flex. Zack, 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 zack. Die werden hier alle abgegeben. Alle abgegeben. Chillig. Ganz chillig. Wir haben ja doch noch echt viel Futter hier, fällt mir auf, ne? Das müsste sogar schon reichen. Locker. Locker, locker, locker. Kanté reicht nicht mehr. Dann lassen wir es einfach so. Wir geben ab. Wir haben Diaby 99er jetzt auch noch im Verein. Sehr, sehr geil. Wir haben dynamisches Duo abgeschlossen und können ihn abholen. Also, Diaby 99 Pace, 99 Dribbling, 94 Schuss, 95 Passen,
5-5 natürlich. Bro, der hat so kranke Stats, ne? Also Real Talk, 99 Tempo, 99 Beweglichkeit, 99 Balance, 99 Ballkontrolle, 99 Ausdauer. Also wirklich eine geile Karte nochmal zum Abschluss von FIFA. Ja, Futter aufgebraucht. Nur noch Varane und Diaby sind drin. Wir haben keinen Positionsmodifikator, aber der wird jetzt aus Flex einfach nochmal gekauft. So, gekauft und wir sind bei 32 von 33 Chemie. Varane haben wir noch. Können die Bank einfach mit den Goldspielern aufhören, würde ich sagen. Auch ganz chillig. Dann haben wir ein paar Spieler auf der Bank wenigstens, die man theoretisch einwechseln kann. Weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben ein paar Spieler auf der Bank dann. Und dann ist das Team vollständig. Und so kann man in die Weekend League starten. Nkunku 99, Diaby 99, 98 Abedi, 98 Lucio, 96 Araujo, 95 Militao und Donnarumma. Also es sind nur Capdevila, Alvarez, De Bruyne und Ødegaard drin. Wir haben 7 Spieler wieder erneuert. Sehr, sehr krass. Vor allem teure Spieler wie Lucio, Abedi, Nkunku, Diaby. Sehr, sehr geil. Feier ich. Vor allem auch Araujo. Den kann man, glaube ich, nicht kaufen, oder? Achso, doch, kann man. Ups. Aber ist trotzdem eine super geile Karte. Dazu haben wir noch Varane und Vinny auf der Bank. Auch cool zum Einwechseln. Hat er wenigstens 2 Spieler. Und 35.000 Münzen hat er ja natürlich auch noch. Ich bin zufrieden, Leute. Was sagt ihr in diesen wenigen Stunden? Ich find's gut. Wie gesagt, wenn du willst, dass ich deinen Account zu EA FC24 verbessert. Folgt mir auf Instagram, jenk_jr. Schreibt mir dort eine Nachricht. Abonniert den Kanal hier. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.